besonders Interessante. Dann wurden beispielsweise dort Hänger hergestellt. Und diese haben sich selbst gebaut, weil es gab keine Hänger. Kurzerhand hat man sich die selbst gebaut und dann hat man die Bleche nicht angegeben und Reifen nicht angegeben und alles voll Material, Winkel und so, und so gesagt, wenn man es nicht mehr hat. Und ich weiß, wo es ist. Was natürlich eine Reserve war, wenn was im Tanklager kaputt geht. Oder auf der Trasse irgendwo, ne? Wir waren ja auch mit verantwortlich für die Pipeline. Nach dem Heinersdorf und dann Schwedt. Das hat man dann einfach geklaut und abgeschrieben und so wird es überall gehoben sein in der Firma. So, und natürlich hat man dafür nicht den Feierabend genutzt, sondern einfach durchgearbeitet. Also, wenn dann der Betriebsleiter da mit bei war und der Abteilungsleiter mit bei war und die Meister und alles, und dann hat man eben alle für alle Hänger hergestellt. Statt seine Arbeitszeit nachzugeben, seine Arbeit zu nutzen. So, das war sowieso im Prinzip eine FTGB-Freizeitanlage da. Das ist Tanklager, da hat sich keiner tot gemacht. Nur wenn ich kam, war Arbeit, das war die Kontrolle auch. Dann war ich ja mal aus Versehen dann mal da, weil ich ja dachte, ich arbeite da. Da habe ich da keinen vorgefunden, Tanklager, weil es alle in der Stadt war. Und ich habe schon gedacht, ich habe verwechselt und es ist Sonntag. Die waren bloß alle nicht arbeiten und waren dann auf Betriebsausflug, haben sie das dann auch immer genannt. Was ich damals auch nicht so klar wusste. So, diese Hänger, das habe ich selbst nicht mehr erlebt, ne? Also wenn dann diese nassen Säcke, wenn denen das denn einfällt hier, wenn sie das auch mal hören, was ich so sage. Aber dann gab es natürlich andere, die davon nichts abgekriegt haben, so viel Material war das. Die waren dann neidisch. Die haben mir das dann erzählt, woher sie alle ihre Hänger haben, weil auch ich habe gefragt, man kann nicht einfach so einen Hänger ran, auch da muss man Waffen bestellen und bestechen und so weiter, ne? So, und ich hatte keinen eigenen Hänger, ich habe immer Hänger von allen gekriegt, die haben für die dann geborgt, von dem habe ich dann auch mal einen Gefallen getan, ne? Und Karl, der Idiot, hat auch einen Hänger, den habe ich von denen ab und zu genommen, der musste eben seinen Hänger halten, also, neu spritzen und alles, ne? Also der Stasi-Stiefvater von meiner Frau. So, wenn ich das, diese nassen Säcke, naja, die waren auch total fies und hässlich zu mir. Da flussen wir so die richtige Erinnerung. Also wenn die sich dann erinnern, natürlich war ich beim Hängerbau, habe ich dann nicht gearbeitet, aber selbstverständlich habe ich mir sowas gemerkt, wenn dann einer so neidisch war. Ja, das ist unglaublich, vor allem auch unglaublich, was die dabei gespart haben. Ich glaube, so ein Hänger kostet auch schon 3.000 oder sogar 5.000 oder 6.000, ich weiß gar nicht. Also einfach ungewöhnlich viel Geld für gar nichts. Ne? Zu DDR-Zeiten. Erinner mal, dass so ein Arbeiter nur 500 Mark gekriegt hat. Und Lohnerhöhungen gab es nicht. Aber es gab überall schleichende Preiserhöhungen. Einfach schleichende, weil dann kam ein neues Produkt, das war teurer. Ganz einfach, ne? Wie eben dieses Mal verkraftbar wurde, das kostete, glaube ich, genau eine Mark, ne? Ja. So, das Mischpult kostete 50 Pfennig oder so, ne? 62 Pfennig. Genau, und das grobe Brot kostete 50, ne? Ich weiß das nicht genau. Oder 52, ja. Ja, sehen Sie aber so. Ich habe da immer gar nicht so geguckt. Ach so, das wollte ich auch sagen. Da habe ich natürlich auch nicht so geguckt an die Kasse. Also auch die Kassierer, die werden bezogen haben. Das habe ich eigentlich damals nie nachgerechnet. Weil ich dachte, denen ist das egal und mir ist das egal. Und sie müssen ja sowieso abrechnen und werden kontrolliert. Nein, nein. Die haben dann mal wunderbar mehr kassiert und das dann auch geklaut und einfach das verschwinden lassen. Und dann Bares mitgehen lassen. Was noch besser geht, wenn dann auch die Abteilungsleiter und so auch dazu gehören. Also klauen konnte man zu DDR-Zeiten, also das war mein Vorteil. Ne? Und jeder saß ja dann in einem Boot, da war ja Kollege, und wir tun die Hände so weg. Und dann lief es eben. Und jeder eben mit drin und dann hat auch keiner was gesagt. Ach ja, da möchte ich dann auch noch sagen, also, weil wir auch gerade bei der Viro sind, ne? Was war das früher? Wie hieß die früher, Nadja? Kommunale Wohnungsverwaltung. Also bei der Kommunalen Wohnungsverwaltung, KWV, und den Arbeiter Wohnungsgenossenschaft, ne? Die heute WG Union heißt. Da musste man regelmäßig
die ganzen Mitarbeiter auswechseln. Und dann war zum Schluss dann ja nur noch Stasi drin, damit da Ruhe war. Besonders in den 70er und in den 80er wurden da regelmäßig die Mitarbeiter gewechselt, die dann gleich ins Gefängnis waren. Die haben so dort mit der Wohnung gescheitert. So unglaublich. Das wollte ich auch nochmal sagen. Also, gute alte DDR. Schön, dass es sie nicht mehr gibt. Sehr gut, dass man sie hier bald hat und schön aufbaut. Sehr gut. Die Altgenossen sind ja schon oben. Die DDR-Erfahrung mitbringen. Noch mehr DDR-Erfahrung als BRD-Erfahrung. Ich erinnere mal, dass eine ist ihre Bundeskanzlerin, hauptamtliche Mitarbeiterin der Staatssicherheit, ne? Professor, Doktor, Stasi-Nutte, Merkel, Lennartik. So, das andere sind hier Bundespräsident, da bestimmt auch Professor, Doktor. Professor, Doktor, Gauck, ne? Ich glaube Joachim Gauck, ne? So, Mörder von Priestern und was weiß ich nicht alles, ne? Vater und was weiß ich, was es da alles gab. Garantiert war er dabei. Sonst wäre, also heute, das sollte ihm klar sein, ne? Diese ganze Regelsführer und so hat man beseitigt. Oder wenn sie dann Zugang in der Öffentlichkeit haben, war man an ihm dran, hat sie ständig betäubt, hat sie ständig beeinflusst und auch einfach immer wieder ihr Hirn verstarrt und ihren ganzen Körper verstarrt, damit sie sehr schnell sterben. Oder eben so eine Krankheit haben und so eine Reaktion, dass sie nicht viel machen können. Ne? So, und heute weiß man ja auch, dass man sie unter Drogen- oder Stützhypnose total beeinflussen konnte, was sie denn bestätigen und zulassen oder was sie denn vor der Kamera sagen. Und dann ist ein Teil von Gott gedacht, er ist von uns. Das ist richtig, was er sagt. Ne? So einfach ist das. Ne? Das würde ich da auch nochmal sagen. Also, das hatte wirklich alles Vorteile und das kam schon alles aus dem guten alten DDR.